In Schleswig-Holstein bilden über 800 Betriebe im Beruf Landwirt, Landwirtin aus. Ein vorbildliches Engagement in der Berufsausbildung mit Heranführung an eine zunehmend digitale Arbeitswelt zeigt der Milchviehbetrieb Thomsen aus Sterup, Kreis Schleswig-Flensburg. Henning Thomsen gelingt es, seine Auszubildenden zu einem hohen Leistungsniveau zu führen. Den Ausbildungsalltag hat er hierfür konsequent durchstrukturiert. Regelmäßig werden aktuelle Betriebs- und Berufsschulthemen gemeinsam durchgesprochen. Auch die Aufzeichnungen im Berichtsheft. Arbeitspläne unterstützen die Auszubildenden bei der selbstständigen Aufgabenerledigung. Sie werden ermuntert, ihre Verbesserungsvorschläge in das Betriebsteam einzubringen. Seid ihr zufrieden mit dem Arbeitsablauf, so wie wir das besprochen haben? Können wir das so lassen? Definitiv. Wenn ich einen neuen Auszubildenden bei uns im Betrieb mit den Aufgaben losschicke, dann ist es relativ einfach zu sagen, guck dir den Arbeitsplan nochmal an, so wie wir das besprochen haben. Und dann gehst du Punkt für Punkt durch. Und wenn du am Ende angekommen bist und alles erledigt hast, dann weiß ich natürlich auch, die Arbeiten sind gemacht worden. Und das hilft auch den Auszubildenden, weil sie einfach eine gewisse Sicherheit haben. Die Digitalisierung bietet aus Sicht von Henning Thomsen neue Möglichkeiten, die Anforderungen in Tierhaltung und Ackerbau zu bewältigen. Weil die Technik uns heute hilft, ein krankes Tier deutlich früher zu erkennen, wie mit dem menschlichen Auge. Das Auge muss natürlich auch geschult sein, aber die Daten auswerten ist heute eine ganz entscheidende Rolle. Die Förderung der persönlichen Talente der Auszubildenden sieht Henning Thomsen als Schlüsselfaktor. Je nach Neigung werden ihnen Verantwortungsbereiche übertragen und weiterführende Fortbildungskurse angeboten, zum Beispiel in der Klauenpflege und bei der künstlichen Besamung. Also mein Hauptbereich ist so der Kälberstall. Das habe ich übers Jahr relativ viel gemacht und die Kälber betreut. Das ist auch so das, was ich am liebsten mache, die Zukunft von der nächsten Generation quasi großziehen. Die breite und zukunftsorientierte Ausbildung begeistert die Auszubildenden. Jo, hier in Hohe Luft finde ich super, dass man alles mitbekommt. Man wird in alle Bereiche mit reingenommen. Bei den Kühen bekomme ich von Kalb bis zur Milchkuh nachher mit, den Werdegang beim Ackerbau von der Aussaat bis zur Ernte nachher. Das ist ein total nettes Arbeitsklima, nette Leute, einem wird was erklärt. Und das finde ich insgesamt ist einfach ein total klasse Paket. Es macht einfach Spaß hier. Die Landwirtschaft braucht Nachwuchskräfte. Junge Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Schulbildung und Alter, davon zu überzeugen, dass Landwirt ein toller Beruf ist. Das leitet Henning Thomsen in seinem Ausbildungsalltag. Wenn die bei uns vom Betrieb gehen, nach einem Jahr, ein Jahr Ausbildungszeit hinter sich haben und sagen, ja, weißt du was, Landwirtschaft, das ist ein geiler Job, das macht Spaß, das hat Zukunft, das wollen wir. Wenn wir das erreicht haben nach einem Jahr, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Zukunftsorientiert ausbilden. Herausforderungen anpacken.